Kannst noch mal, halt die Schnauze. Ganz einfach. Deine Bahn habt ihr subjektiv. Ja, keine Ahnung. Ja, ja. Ja, ja, das macht eure Projektionen. Die interessieren mich nicht. Das kenne ich. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das geht mir peripher am Hintern vorbei. Das ist unprofessionell verhältnismäßig. Ja, Ralf, du bist auch gleich dran. Du bist gleich dran. Du darfst gleich das Paulette nochmal ganz kurz zu Ende führen. Paulette, führst du das zu Ende, was du jetzt da machst? Ich will auch. Weißt du, Florian, das geht schon länger. Verstehst du? Das geht schon länger. Das hat nicht hier erst angefangen mit deiner Vollversammlungsgruppe. Das geht schon eine ganze Weile. Das geht schon ein Dreivierteljahr. Du trittst immer wieder als Occupy-Aktivist offiziell in allen Foren ab, was auch schon so super lächerlich ist, weil was ist ein Occupy-Aktivist eigentlich? 10 Minuten und dann kann man der nächste Redner dran kommen. Und dann kommst du wieder Ist doch Gesülze, ey, am laufenden Meter, ey. Ich kann's nicht mehr hören. Nächster Redner. Halt, Presse, Ralf Sommer, jetzt kannst du dir ausreden, dass du kommst du gleich dran, hast du nicht gehört, hast du auf den Ohren hängen oder was? Wir sind in der Diskussionsrunde, wir wollen auch jeden ausreden lassen, bloß halt, Paulette möchte jetzt ausreden wahrscheinlich und wird auch zum Punkt kommen. Ganz einfach. Ganz einfach. So. Und das geht hin und her. Weißt du, was ich dir vorwerfe? Und das sage ich hier ganz offen. Du bist ein verdammt kalter Stratege, mein Freund. Und das fällt dir auf die Füße. Und das sage ich dir ganz offen. Weißt du, dafür bin ich ausgebildet. Du hast Textbausteine überall sitzen. Du bist so ein verdammt cooler Stratege. Und das davon distanziere ich mich, öffentlich und offiziell. Du bist nicht Occupy, Alter. Occupy hat keine Strategen. Occupy hat keine Führer und keine Strategen. Lass mich ausreden. Das sage ich dir, weil das wird vielleicht das letzte Gespräch sein zwischen uns. Verstehst du? Und ich werde mich nicht mit Mediation und gelernter Non-Violence Communication mit dir an einen Tisch setzen. Nee, mein Lieber, die habe ich auch gelernt. Nee, so funktioniert die nämlich nicht. Und als Reaktion auf eine Facebook-Gruppe, so wird eine ganze Bewegung profitiert. Von einer Paulette kann ja wie sicher. Als Reaktion auf die Neugründung einer Facebook-Gruppe namens Vollversammlung bricht sie nur so an Rat und torpediert ein ganz anderes Projekt, wenn ich auch Ralf. So. Und das hat viel früher angefangen, Florian Raffel. Du hast gleich am Anfang der Bewegung Freundeskreis gegründet. Du hast den Freundeskreis gegründet und da war ich auch dabei. Du hast gleich von Anfang an Klüngeleien gemacht. Du hast dich immer wieder zurückgezogen. Und du warst, wenn du vor Ort warst, hast du deine Finger ausgestreckt und hast geklüngelt. Also ich bin raus. Du hast wunderbare Schritte. Warte. Du hast es bis zu der Vollversammlung Deutschland gewagt. Das habe ich geschrieben in meinem Statement. Was für eine Rupse. Was für eine Rupse. Das ist perfide. Keiner kann hier eine Vollversammlung für Deutschland einrufen. Überhaupt keiner. Was ist eigentlich mit dir los? Wie kommst du eigentlich darauf, einen Rat einzusetzen? Wo gibt's eigentlich einen Rat? Kannst du mir mal erklären, wo es einen Rat gibt? In der Sowjetunion gab's mal einen Rat. Staatlichen Kommunismus oder was willst du machen oder irgend so ein Quatsch, wirst du alles verschwurbeln. Und setzt in deinen Rat Leute rein, die ganz deutlich zum rechten Rand rübergehen. Ganz deutlich, mein Lieber. Mit ihren eigenen politischen Statements. Oh, Alter, was ist denn das für eine Scheiße? So sieht's nämlich aus. Also ich würde den Toilettenbooster... Das ist unsere Zustimmung hier. Ich würde den Toilettenbooster oder whatever, der Toilettenbooster möchte, bitte doch die Taste vorne nehmen. Push to talk oben, Konfiguration, Einstellung, Audio-Einstellung haben wir schon 20 Mal durch. Bitte, dass du da von dieser Taste runterkommst und lass mich kurz nochmal ausführen. Ich habe nicht von dir geredet. Ich habe von Aluven geredet, ich habe von Haferkorn geredet und wenn ich von euch rede, dann rede ich nur davon, dass ich hoffe, dass ihr die Augen aufmacht. Ihr könnt nicht mit jedem kuscheln. Occupy, Global Change, EDJ, whatever es genannt wird, ist eine politische Bewegung. Und nicht, wir sind alle zusammen auf der Straße und freuen uns alle. Das ist es nicht. Weil vom Protest wird es irgendwann ein Widerstand. Und im Widerstand gibt es nur zwei Seiten der Barrikaden. That's it. Florian, ich will von dir nie wieder nur hören, persönlich, dass du mir vormachen kannst, dass du ein Interesse daran hast, eine Global Change Occupy-Bewegung. Du hast Interesse an dir selber. Das ist es für mich. Und das ist mein Statement an dich. Und darüber rede ich mit dir auch gar nicht. Das sage ich dir nur. Du kannst auf der anderen Straße... Meine Selbstreflexion mache ich mit den Leuten, denen ich vertraue, an Luven. Aber garantiert nicht vor dir. Ja, Märchen erzählen. Paulette, lass doch mal den Toilettenbooster reden, der möchte jetzt reden. Also ich habe überhaupt reden, weil gar sonst kein, wird er uns hier in Todesdrücken. Nein, ich habe überhaupt gar kein Problem, dass wir verschiedene Wege gehen. Begreif das endlich. Ich habe überhaupt kein Problem. Das ist nicht das erste Mal, dass ich in irgendeiner Bewegung bin. Das interessiert mich gar nicht.
Ich habe überhaupt kein Problem. Ich will nicht mit allen gehen. Versteht das doch endlich. Und hört auf zu kleben und zu kletten. Was wollt ihr denn? Warum wollt ihr denn ins EDJ-Forum? Warum wollt ihr denn ins Occupy-Forum? Warum denn? Hört doch auf. Hört doch auf. Ihr kommt da nicht rein, weil da gehört ihr nicht rein. Und Punkt. Da will aber keiner drin. Dann ist ja gut, dann bleibst du draußen und lass uns in Ruhe. Super, klasse. Der Ursprungsgedanke war doch eigentlich, dass wir alle für was stehen. Und das hat sich jetzt zerstritten. Ich sehe das ja auch. Und ich bin damit nicht einverstanden. Mein Ex habe ich ja schon vor Jahren gesetzt hier. Und ich würde jetzt gleich den Florian gerne bitten, dazu nochmal vielleicht kurz Stellung zu nehmen. Und würde dazu noch ein, zwei Worte sagen. Nicht so lange wie Paulette, nicht so lange wie ihr es von mir gewöhnt seid. Das, wo es dort stattfindet, Rat, das geht nicht. Das geht nicht. Also so funktioniert das nicht. Da muss ich der Paulette absolut recht geben. So funktioniert das nicht. Wir können keinen Rad installieren, whatever, der da irgendwohin installiert ist und dann anfängt zu bestimmen über eine Vollversammlung, über die die Leute eingeladen worden sind, die sich haben noch nicht mal wehren können. Ja, über eine Facebook-Funktion, die sind da drinne. Ja, und du siehst ja, wer dort abstimmt. Meine Intention ist, ich habe eine kleine Tochter, die ist 2 Jahre und 4 Monate alt. Die wird mich irgendwann mal fragen, Mensch Papa, wie war denn das damals? Wie war denn das damals in eurer Bewegung, als sich das alles herausgestellt hat, als sich die Welt gewandelt hat, als die Welt in Umschwung war und als all das stattgefunden hat? Was hast du denn getan? Was ist denn da passiert? Und ich möchte nicht ihr sagen müssen, dass wir hier in diesen Foren waren, uns zerstritten haben, uns auseinanderknabustert haben und zu nichts gekommen sind. Und ich schätze euch alle, egal wen, ich schätze euch alle hier als Aktivisten wirklich sehr. Aber es geht nur mit den Menschen und nicht ohne. Und ich möchte ihr nicht die Antwort geben, dass wir uns hoffnungslos zerstritten haben. Die 37, die hier überhaupt noch in Deutschland stattfinden. Und die Akzeptanz und die Beteiligung in Deutschland ist ja wohl nicht groß. Brauchen wir nicht drüber reden länger. Aber so, wie du es gemacht hast, Florian, und bei aller Liebe, das funktioniert so nicht. Ich meine, die Kritik hast du jetzt von allen Seiten bekommen. Und so kann man nicht etwas Neues aufbauen. Mit Ideen, gerne. Mit Begeisterung, gerne. Mit Inspiration, gerne. Aber nicht einfach irgendein Rad installieren, whatever, der hat zu bestimmen, sich irgendwo in Berlin hinzusetzen mit 5 Leuten und dann zu sagen, wir machen mal was. Das ist eine gute Idee. Aber das muss mit anderen abgesprochen werden. Da kann man nicht pochen darauf, das ziehen wir jetzt auf Biegen und Brechen durch. Dann muss man auch mit der Kritik fertig werden. Das geht nicht. Wenn, dann müssen wir die Menschen alle mitnehmen. Wir müssen sie alle mitnehmen, alle von Occupy. Und bei Gott, die haben unseren Respekt verdient. Die haben 11 Monate dort draußen gehangen, in ihren Zelten oder whatever, und sind rausgegangen und haben versucht, mit der Bevölkerung zu sprechen, was auch gut funktioniert. Ja, aber wir können mit 7 Millionen Menschen sprechen, das wird ein Langzeitprojekt werden. Also deswegen sind wir hier, um uns vielleicht zu vernetzen, um uns zusammenzufinden und um was daraus werden zu lassen. Damit ich meiner Tochter später mal erzählen kann, Mensch Gott, das war eine Bewegung, aus der ist das entstanden. Das haben wir geändert. Also machen wir das jetzt. Und was da der richtige Weg ist, da haben wir alle verschiedene Möglichkeiten und Lösungen, die hier stattfinden können. Aber es bringt nichts, wenn wir uns gegenseitig anpassen und wenn wir solche Projekte ins Leben rufen, die wirklich nur reinster diktatorischer Form sind, ja. Und normalerweise mische ich mich nicht ein in diese ganzen Facebook-Diskussionen, weil ich bin dann lieber gerne auf der Straße oder bin dann mit den Leuten zusammen, die Aktivisten, die ich hier kennengelernt habe. Aber bitte, Leute, lasst das nach. Lasst das nach mit diesen Raten. Das bringt nichts. Wir haben das doch schon oft durchgekaut. Oder überzeugt uns und inspiriert und begeistert uns, dass wir unbedingt ein Rat haben müssen. Aber ansonsten bitte löst diese Ratssache auf. Ja, und die Idee einer Vollversammlung ist doch gar nicht mal so schlecht. Die Assemblea wollen wir doch alle haben. Wir wollen doch alle aufstehen. Wir wollen in die Städten gehen und wollen sagen, so geht es nicht. Ja, aber das wollen wir alle zusammentun. Wir wollen zusammen dorthin gehen. Dafür brauchen wir keinen Rat. Und jetzt würde ich, das war meine eigene Meinung, jetzt würde ich als Moderator bitten, Florian, ja, du hast das Wort. Das hast du jetzt verdient. Norenchen hat einen Einwurf, ganz kurz. Okay. Als erstes kann der Florian Stellung nehmen und dann habe ich eine Frage an ihn. Er wollte ja nicht so viel auf einmal. Ja, erstmal danke jetzt für deine, das, was du gesagt hast hier.
Das ist ein gutes Bild mit deiner Tochter. Und ich will auch nicht den Menschen später sagen, wir haben es nicht hingekriegt, weil wir uns haltlos zerstritten haben. So, ich brauche 2 Minuten und ich bin auch ganz schnell und ich will das ganz sachlich machen. Also zu PA. Ich habe keinen Faschisten irgendwo eine Bühne gegeben. Zeig mir bitte mal Screenshots, zeig mir mal, wo du glaubst, dass ich Faschisten eine Bühne gegeben hätte und dann klären wir das. Aber ich kann dir aus vollem Herzen sagen, das ist total, sorry, das bin nicht ich, da projizierst du auf mich, habe ich nie getan. Das zweite ist mit dem Rat. Leute, wir sind eine Bewegung, das heißt, es geht doch um Prozess und warum nicht auch mal einen Rat ausprobieren? Und das, mehr ist es nicht, das ist transparent, jeder kann mitreden, es ist alles öffentlich. Wie gesagt, die Assemblea ist aus Spanien nach New York gekommen. In New York kam das Human Mic dazu. Und warum soll nicht Berlin oder Deutschland oder irgendeine Gruppe von Leuten mal probieren, wie es wäre, einen Mediationsrat zu gründen? Und dass wir eine Mediation brauchen, das ist heute Abend sowas von deutlich geworden. Also wie wir hier miteinander umgehen, wie respektlos, wie aggressiv. Und wenn auf mich eingekloppt wird, weil ich jemanden Mongo genannt habe, und 2 Minuten später brüllt Paulette, ich will nie wieder was von dir hören. Und wir brauchen alle Mediation, wird das hier nicht klar, weil wir alle motiviert sind, weil wir alle brennen für die Entwicklung und seit 12 Monaten drehen wir uns im Kreis. So. Und mir zu sagen, ich darf keine Facebook-Gruppen gründen, ist das demokratisch? Und mir zu sagen, hör auf damit, auch wenn das 20 Leute brüllen oder 100, ist das demokratisch? Leute, es sind 300 Teilnehmer in der Vollversammlung und 100 von denen sind total aktiv und nutzen die Umfragen, bringen da Content rein, machen Stimmungsbilder. Die leben gerade die Assemblea seit 7 Tagen rund um die Uhr. Und das soll ich abschalten? Also da verstehe ich eure Befürchtungen. Ja, die verstehe ich, aber bringt die bitte konstruktiv rein. Aber mir zu sagen, schalt das ab, das ist doch verrückt. Entschuldigung. So, und dann nochmal zu Paulette. Das war ja, also in meinen Ohren war das eine echte Hassrede. Also nimm Aktivisten, und wir waren zusammen in einem Freundeskreis, wir sind zusammen auf Demos gewesen, mich jetzt so anzubrüllen und zu sagen, ich will nie wieder was von dir hören, Florian, weil du ein Narzisst bist, bringt das was? Ist doch eine politische Vereinigung, die wir hier gründen, eine Bewegung. Wir wollen auch protestieren, und jetzt zerstreiten wir uns, weil irgendjemand behauptet, ich bin Nazi, das ist doch irre. So, die Feinde sind die, warte mal, ich bin gleich fertig. Nee, Paulette, lass doch bitte deinen Narzissmus behandeln, du kostest Kraft. Ey Leute, ey, schon wieder, lass mich doch mal ausreden. Oder hab ich hier geh doch einfach mal weg und wir können weiterarbeiten. Also, das ist mir echt zu dumm. Also nochmal. Der Satz, ich will nicht wieder was von dir hören. Ne? Du bist ein Narzisst, du gehörst nicht rein ins Idiot. Was sind denn das für Ansagen, Paulette? Du redest von Verrätern und benennst dann Menschen. Für wen hältst du dich, dass du entscheiden kannst, wer ein Verräter ist? So, und dann müssen wir mal. Dann müssen wir mal bitte. Kann ich mal ausreden hier? Ja, hatten wir doch gerade eben schon mal, dass das Ausreden lassen jetzt momentan nicht mal zu der späten Stunde möglich ist. Es ist nach 0 Uhr. So, also nochmal, Paula, du redest von Verrätern und benennst Namen. Was ist das für ein Level? Also auf welchem Level bist du bitte angekommen? Lass uns über Fakten reden. Und wenn PA den Eindruck hat, ich würde Rechtspopulisten unterstützen, dann können wir uns doch die Archive angucken, die Screenshots, und dann gucken wir uns das an. Und wenn ich aus Versehen mal irgendwo was geliked habe oder irgendwas nicht gelöscht habe, Mann, ich bin hier nicht 24 Stunden online, sondern ich versuche auch mit meiner Zeit irgendwas zu bewegen. Und jetzt hört doch mal endlich auf, mir immer irgendwo ein Haar in der Suppe zu finden. So, ich bin kein Faschist, ich bin kein Querfrontler, ich bin kein Nazi, und anrufen ist das auch nicht. So, ihr müsst mit dem mal reden, und wenn der von einem Nationalstaat redet, dann habt ihr leider noch nicht begriffen, wie er das meint. Fragt ihn doch mal, wie er das meint, und hört auf, irgendwas immer zu behaupten. Fragt ihn mal, fragt mal bitte nach. Darf ich mal fragen, wie er es meint, dass er junge Leute zum Kiffen auffordert, damit sie wieder Lohn kriegen? Leute, ich komme zum Ende. Wie ist denn das gemeint? Das ist ein Ratsmitglied in deinem Hohen Rat. Wieso fordert der Leute zum Kiffen auf? Ich als Hanfprinzessin verwehre mich gegen solche Aufforderungen. Also ich bin gleich, darf ich bitte zum Ende kommen? Ich brauche noch 10 Sekunden. Also, Paulette, ich habe von Friedensverhandlungen gesprochen und ich meine das total ehrlich, und ich bitte dich, das zur Kenntnis zu nehmen. Das ist keine Strategie, das ist auch nicht kalt, das ist einfach nur erregt und ernst gemeint. Du hast so einen großen Einfluss auf so viele Leute bei EDJ, du musst Friedensverhandlungen annehmen, weil sonst zerbricht die Bewegung. So, ich hau mal ganz kurz dazwischen, nur für einen kleinen Teil, eine kleine Umfrage machen. Ich würde das gerne, also offiziell gerne abbrechen. Also wir können ja gerne noch hier sein und über diese ganzen Sachen diskutieren, aber offiziell würde ich das jetzt gerne als beendet erklären. 0:32 Ich hatte mich noch gemeldet.
Ja, bitte? Ja, es geht ja darum, um offiziell. Es geht ja jetzt hier nur noch ja, Diskussion quasi, wie und was. Hat das noch was Offizielles zu tun für die Tagesordnung? Norin, ist dran, nicht du. Wer war dran? Was ist denn bitte offiziell? Ja, noch irgendetwas für die Tagesordnung und fürs Vernetzungstreffen. Also noch irgendetwas. Irgendetwas, noch eine schlaue Eingebung oder ein Inhalt, ein etwas Konstruktives wie. Ich würde eventuell noch was abschließend sagen wollen aus einer Außenperspektive. Ihr seid alle nicht dran, Noreen war gerade dran. Eben. Noreen war dran. Ja. Zu der Situation eben, als Janu und Ralf hier wieder eingefallen sind, da muss ich wirklich ganz, ganz konkret fragen, Florian. Die kommen hier rein und sagen, yeah, die geisteskranke Alte spricht und macht geil und ich wurde jetzt auch schon beleidigt. Und dann frage ich mich, kannst du wirklich vertreten, dass die Leute, die im Rat sind, als Streitschlichter fungieren? Kannst du sagen, ja, die Leute, die da drin sind, die haben die Fähigkeit, Streit zu schlichten, wenn da teilweise Leute sind, die selber Teil von dieser ganzen Spaltung sind. Das ist natürlich klar, dass du Feuer bekommst. Ich meine, du hast ja gesehen, wie die sich hier gerade aufgeführt haben. Das ist super, super scheiße gewesen. Ja, Noreen, ganz kurze Antwort. Ich bin selber schockiert, wie das hier in der Mumble abläuft. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe Jano bis jetzt nur auf Facebook kennengelernt. Ich habe hier noch die oder den, ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, und die sprechen gehört. Und wie gesagt, deshalb habe ich ja darum gebeten, dass der Rat sich bildet aus Leuten, die Vertrauensnetzwerke haben. Und wenn dann Veto kommt, wie von dir zum Beispiel jetzt, dann nehme ich das ernst. Ich habe die ja nicht losgeschickt. Also ich bin selber total schockiert, dass hier rumgebrüllt wird, dass die Leute nicht ausreden dürfen. Und dann sollen wir eine Bewegung sein, wo wir Basisdemokratie machen wollen und wir wollen Frieden haben. Und dann benehmen wir uns hier genauso wie das scheiß System. Ja, du hast recht. Solche Leute können nicht in ein Mediationsteam. Danke. Ich wollte ganz kurz sagen, dass ich diese gegenseitige sich Anfitterei so, die uns hier, also ich weiß nicht, auch dieses freundliche und dieses giftige und dieses hinterfotzige und dieses so halbwegs, ne, und so weiter, das nervt einfach so. Leute mit irgendwelchen Unterstellungen und mit irgendwelchen halben Ahnungen und Schubladen oder so konfrontieren und die dann auch noch reizen und so weiter. Wir haben auch ein paar U-Boote in den Gruppen so, möglicherweise auch hier im MTS. Und dann kommen halt auch noch irgendwie Leute, die einen Hang haben zu irgendwie, weiß ich nicht, verzerrter Wahrnehmung oder so. Ich weiß nicht, und da springen halt der ein oder andere auch noch mit auf, so. Das ist einfach, es geht hier einfach darum, so, dass in den eigenen Reihen, in der Bewegung, werden Fronten künstlich aufgebaut, meiner Meinung nach, so. Und einzelne Leute angepisst und diffamiert, so. Und, auch die Aktiven, so. Und, gerade die Aktiven, so. Und, das sieht, finde ich, alles viel zu arg nach einer Farce aus, so. Und, die Leute sind auch hier teilweise sicherlich, oder werden das hören, so. Und, ja, so ist das. Auch für die Außenstehende, die es nachher mitbekommen, so, das ist einfach bezahlt und engagierter und organisierte Meinungsmache und Diffamierung und Lügen und Hetzjagd gegen Einzelne, um die Bewegung als Ganzes zu stören, so. Also, anders kann man es nicht mehr ausdrücken, so, ja. Gut, dann machen wir so, Toilettenbuster war dran, schon die ganze Zeit. Danke, Paulette. Ich werde mal wieder übergangen. Toilettenbuster. Und auch danach kommt Andreas dran. Hallo? Aber ich glaube, Toilettenbuster hat nicht viel zu sagen. Toilettenbuster? Toilettenbuster, ja, du hast... Dein X wird jetzt berücksichtigt, also bitte. Er scheint ja auch versuchen zu sprechen, aber wir hören ihn nicht. Ja, wir hören dich nicht, leider.
So, auch an Diti bitte, versucht das gut einzustellen unter Konfiguration, Einstellung, Audioeinstellung, kriegst das Mikrofon an, ansonsten schreiben und dann würde ich dich bitten, auch mal ganz kurz vorzustellen. Ansonsten weiter, Paulette. Hallo. Ja, war da Gaston. Ja, mal so eine ganz abstruse Frage. Mein Name ist wieso? Andreas. Ich hab schon öfter mal darauf hingewiesen, dass ich schon wieder übergangen wurde. Ja. Also, ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Mir ist das von Anfang an auch tatsächlich in der Assemblée in Berlin immer wieder aufgefallen, dass halt durch die Moderatoren, man kann natürlich mal jemand übersehen, wenn das aber immer wieder läuft halt irgendwie. Ich führe das mal jetzt einfach mal nur ganz naiv auf Menschlichkeit zurück, ja? So dass man tatsächlich jetzt halt nicht gesehen hat. So, alle Leute gucken dann immer, hat mich der Moderator gesehen und wird dann auch wieder zentralisiert halt auf eine Person. Deshalb, Moderation ist halt auch so ein strategisch wichtiger Punkt. Solltet ihr mal alle drüber nachdenken. Paulette, ich finde das echt wichtig, richtig und wichtig, dass gegen Faschisten gekämpft wird. So. Total wichtig. Ich habe lange in einer Gruppestadt gelebt, so, und ich wollte damals eigentlich nur Skateboard fahren, ne? Ich hatte noch gar keine politische Orientierung. Und die Leute haben uns deshalb gejagt, so. Weil wir Skater waren. So, und danach hatte ich eine politische Orientierung, ja? Um das mal klarzustellen. Also generell würde ich ganz gerne mal so, weil wir ja das Wort Mediation jetzt angesprochen haben, einfach mal einen Vorschlag machen, dass wir jetzt halt hier in diesen hoffentlich noch oft stattfindenden Online-Audiokonferenzen für diesen Fall, wenn dann halt irgendwie einfach mal die Stimmung so hochkocht, einfach mal eine Schweigeminute einlegen. So als Instrument, so dass alle einfach mal so ein bisschen die Möglichkeit haben, wieder ein bisschen runterzukommen und halt irgendwie an was auch immer zu denken, sich halt selber zu reflektieren, mal irgendwie rauszugehen, Luft holen. Ich bin ganz ruhig. Ja, Luft holen oder vielleicht auch tatsächlich einfach mal an die Menschen auf der Welt denken, denen es tatsächlich echt verdammt dreckig geht. Ja. Deswegen brauchen wir keinen Rat. So, nee, deshalb sind wir ja, denke ich mir mal, eigentlich alle zusammengekommen. Ja. Also fragt euch einfach mal irgendwie so immer, wie fühle ich mich jetzt eigentlich dabei? Um nochmal was halt irgendwie zu Gewalt zu sagen. So, also prinzipiell ist eigentlich auch Allgemeinwissen, denke ich mal. Erzeugt Gewalt immer gegen Gewalt. Ja? Also wenn ich auf die Fresse kriege, dann bin ich natürlich so gedemütigt, dass wenn ich nicht tatsächlich halt wieder zur Ruhe finde, mich unter Umständen halt irgendwie rächen will. Ja? Und dann halt irgendwie die ganze Nacht drüber grüble, ah, wie kann ich mich jetzt an der Person rächen. Ja? Also da sollte sich jeder mal selber an die Nase fassen, wie gewalttätig er dann halt auch in der Kommunikation ist halt irgendwie und was denn sich daraus eigentlich entwickelt. Ja, das fällt mir, wie ihr nun inzwischen auch schon mitbekommen habt, dann halt auch nicht leicht, weil ich halt auch öfter mal, wenn es mir halt echt im Bauch brodelt, halt an die Decke gehe. So generell denke ich mal, das ist sollten wir tatsächlich jeder für sich selbst halt irgendwie mal so ein bisschen an unserer Disziplin arbeiten. Heißt halt einfach mal tatsächlich Leute ausreden lassen, nicht noch mehr Feuer ins Benzin zu gießen und so weiter. Naja, und also ich arbeite jetzt hier in dieser Konferenz so, dass ich den Chat tatsächlich einfach vollkommen ignoriere. Dann kriegt natürlich keine Resonanz, aber das ist mir persönlich jetzt auch eigentlich gar nicht so wichtig zu sehen, wer ist jetzt mit mir oder nicht. Oder kannst du jetzt den Chat nicht ignorieren oder was? Ich ignoriere den Chat den ganzen Abend. So. Das habe ich schon gemerkt. Du kommst zum Punkt jetzt, bitte. Ja, genau, weil ich halt zuhöre. Das ist eine Audiokonferenz und kein Chat.
So, wenn wir chatten wollen, lasst uns chatten. Das ist eine Audiokonferenz und ich meine immer noch, dass die für Plus-Plus und Wortmeldungen und so genutzt werden sollen und nicht irgendwie, um nochmal da irgendwie zwischendurch halt zu reden, wer dann halt irgendwie gerade halt auf den Bildschirm guckt. Ich gucke da nicht hin. Ich habe hier meinen Zettel vor mir, mache mir Notizen zu den Sachen, zu denen ich gerne Stellung beziehen möchte, wenn halt Leute wie Paulette gerade 20 Minuten am Stück einen Monolog halten. Ich hoffe, dir geht's jetzt besser, du bist halt irgendwie alles losgeworden. Geht uns ja allen so, wir haben Druck auf dem Bauch und das muss halt manchmal raus. Lasst da einfach mal ein bisschen lange Leine und erübt euch in Friedensenergie. So. 67er war vor meiner Zeit, ich bin 73 geboren. Ich hab das nicht mitgekriegt, so. Wenn jetzt halt irgendwie so ein bisschen Hippie-Flair aufkommt, nehme ich das gerne mit. Das erlebe ich ganz gerne. Ich hab mein Erwachsenwerden in der Techno-Szene verbracht. Pass mal auf, ich möchte das gerne kurz drauf, weil das ist eine gute Analogie zu dem, was wir vorhaben, ne? So, 1989 ist die Mauer gefallen in Berlin. So, in den alten Fabrikgebäuden haben sich die Menschen getroffen, um zu tanzen. Zu einer Musik, die für sowohl Ost als auch West komplett neu war. Da hat keiner gefragt, wie kommst du aus dem Osten, kommst du aus dem Westen. Es gab auch keine Inhalte in der Musik. Man hat einfach tatsächlich nur miteinander gekuschelt. So, wir haben manchmal übereinander gelegen auf einem Haufen. Ja. Das war toll. Kannst du zum Punkt kommen jetzt bitte? Ich möchte zum Punkt kommen. Ich habe auch meine Liste hier abgearbeitet. So, aus dieser Bewegung, ja, so wo einfach mal ganz vorbehaltlos die Leute, die in diesen beiden gegeneinander aufgehetzten Systemen aufeinander zugegangen sind, sich gemischt und sich gepaart haben, ne? So ist eine Bewegung entstanden, die den ganzen Erdball umspannt, wo sich immer neue Splitter Musikrichtungen, also das ist Kultur, wo sich Musikrichtungen entwickelt haben und das hat den ganzen Erdball umfasst. So, nehmt das mal zur Kenntnis, dass es nicht nur irgendwie die ganzen politischen Revolutionen gibt, sondern weit aus viel mehr einfach nur menschliche Revolutionen, wo Leute miteinander sich kultivieren. Und das danke. Machen wir und ich wünsche mir einfach mal danke, mehr Liebe und weniger Hass. So, und ich möchte auch nicht dann unterbrochen werden, insbesondere wenn ich jetzt halt hier irgendwie nicht gerade dabei bin, wieder irgendwie die negativen Gefühle rauszulassen, die jetzt halt irgendwie im Laufe der Diskussionen halt auch immer schön angetriggert wurden, ne? Die Leute halt irgendwie schon immer schön emotional werden lassen im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. So, warum sollte ich jetzt halt nicht irgendwie noch 10 Minuten weiterreden, wenn euch das Energie bringt, positive Energie, ne? Also lasst die Leute ausreden und redet ihnen nichts ein. Bitteschön. Wir sind hier ein paar mehr. Wir sind 37 sind wir nur noch 20. Bitte nicht stopp. Ich fühle mich gerade als Vertreter der positiven Energie, ja? So, ich bin gerade in diesem Modus, wo ich nicht rumschreien muss, sondern einfach nur meine positiven Gedanken. So, wenn das dann halt irgendwie blockiert werden soll oder jemand halt irgendwie sagt, stopp, ich guck da gar nicht hin, was im Chat passiert. Ihr könnt mich da Arschfotze nennen, das ist mir scheißegal. Prallt einfach an mir ab, weil ich es nicht sehe. Es gibt aber Einwände, so, und die müssen wir zulassen, oder das wird's nix. Wir müssen die Einwände auch zulassen, das heißt, keiner kann jetzt hier eine halbe Stunde reden, das geht nicht. Aber Paulette darf eine halbe Stunde reden, ja, und negative Energie verbreiten. Ja, auch Paulette nicht. Okay, das ist jetzt ist Geschichte, es ist passiert. Wieso wird das bei Paulette zugelassen, ne? Wo sie halt irgendwie alles betreibt? Geh doch in eine Selbsthilfegruppe, bitte, ey. Dann schalt mich auf stumm, wenn du mich nicht hören willst. Es gibt Leute in diesem Raum, die wollen mich sehr wohl hören. Das hat was mit Respekt und Akzeptanz zu tun. Mehr nicht, mit Respekt einfach nur. Wir können doch nicht jeden hier... wir sind 30 Leute, rechnest dir aus, 30 Leute, jeder spricht eine halbe Stunde. Dann kannst du dir ausrechnen, wohin wir kommen.
Ich weiß nicht, dann sind wir irgendwo morgen bei 6 Uhr. Ist ja ganz lieb und du hast ja auch recht mit deinen Ansätzen, Andreas. Ich will doch da gar nicht gegen sagen, aber es geht nicht, dass hier jeder eine halbe Stunde spricht. So funktioniert auch Paulette nicht, auch du nicht. Paulette hat sich Luft gemacht, du hast ja jetzt Luft gemacht, alles ist in Ordnung. Was die Moderation betrifft, so bitte ich dich doch. Ich lade dich ein, hier doch herzlich mitzumachen. Wir haben doch gefragt von Anfang an, wer denn mitmachen möchte. Ja? Du hast dich nicht gemeldet, sorry. Also du hast dich nicht gemeldet und das ist nicht ganz einfach, wenn du jetzt links diesen Chat siehst und den wollen wir mit in diesen Fluss nehmen, ja, das dann auch noch zu beachten, die X zu beachten. Und wenn das passiert, was jetzt passiert zum Beispiel, das ist natürlich ein ganz schlechtes Beispiel, dann können wir das nicht mehr überblicken. Das geht nicht mehr. Dann brauchen wir jemanden, der sich auch mit dazu bereit klärt, zum Beispiel nur die Gesprächsreihenfolge aufzunehmen. Ich habe eine Technik. Wir haben wunderbare Instrumente, um euch. Wir haben wunderbare Instrumente. Zustimmung, Ablehnung, Prinzipien. So, jetzt kommt erstmal. So, normalerweise wäre jetzt der. Und ich beantrage, den Moderator zu wechseln. Ja, das können wir ja gerne machen. Das können wir gerne abstimmen, kein Problem. Aber jetzt wäre eigentlich erstmal der Martin dran und dann wäre der Gaston dran mit den Einwand. Und es gab dann noch einen Einwand, glaube ich sogar, von Alexandra, genau. Und das wollen wir jetzt auch hören. Ich möchte eigentlich nur ganz kurz sagen, zu Florians Aussage, dass er nicht gewusst hat, dass die Leute, die aktuell oder einige der Leute, die aktuell im Rat sind, nicht vermitteln können. Das kann er mir persönlich nicht erzählen. Ich habe hier nochmal die beiden Links, die wie gesagt letzte Woche passiert sind und dort kam eindeutig raus, dass auch Admins, die in der genannten Gruppe Admins sind, in diesen Faden mitgewirkt haben und nicht eingegriffen haben. Deshalb, Florian, lasse ich das für mich persönlich nicht gelten, wenn du sagst, du hast nicht gewusst, dass Ratsmitglieder das Ganze unabhängig betrachten können. Danke. Ja, ich würde euch bitten, die X-e nochmal zu senden, aber ich glaube, Alexandra wäre dann dran mit einem Einwand. Ich verzichte in diesem Moment. Nein, danke. Ich war das, hallo. Und dann Gaston, genau. Das wäre auch jetzt dann die Reihenfolge gewesen. Gaston, bitte. Also, anscheinend haben ja hier an ein paar Leute eine Überidentifizierung mit der in Anführungsstrichen der Bewegung, dafür, dass sie meinen, dass die immer an irgendwas zerbrechen würde. Andererseits wäre es von der anderen Perspektive aus berechtigt, was habt ihr eigentlich für ein Problem, wenn die Bewegung in Anführungszeichen sagt, ey, wir wollen euch nicht. Wir finden eure Art und Weise, die Politik zu betreiben oder sich politisch zu engagieren, scheiße und wir wollen das nicht. Wo ist das Problem? Habt ihr ein Problem, euch so unterzuordnen oder einfach gleich wie die anderen zu sein? Dann Florian. Also ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn du das scheiße findest, was ich mache. Ich habe damit auch kein Problem, dass ich hier im Chat, das habe ich auch alles kopiert, wirklich grotten unterirdische Kommentare lese. Ich will einfach nur in Ruhe meine Arbeit machen. So, weil der Unterschied ist doch, ich troll ja nicht rum und renne in eure Gruppen und in eure Projekte und schrei rum, aufhören, abschalten, du musst raus, Gaston, und du musst auch raus, Paulette. Das mache ich nicht, weil ich respektiere euch, ich respektiere euren Weg und den kritisiere ich auch manchmal sachlich. Manchmal knallt mir auch die Hutschnur durch und dann brülle ich auch mal fuck off. Da kann sich aber nach heute Abend kann keiner mehr irgendwie behaupten, noch irgendwie die Moral auf seiner Seite zu haben und zu sagen, der und der hat irgendwie hier gebrüllt. Das ist sorry. Also nach dem Abend. Insofern, lass mich doch in Ruhe meine Arbeit machen. Ich mache sie auch nicht alleine. Das sind 300 Leute. Das sind um mich herum 30 Leute, 3 Leute. Wir sind ein Kreis in dem großen Kreis der Bewegung. Und ich finde es einfach absolut lächerlich und überhaupt nicht basisdemokratisch, dass mir immer wieder Leute sagen, das geht nicht, das ist nicht Occupy. Dann definiert doch mal Occupy. Macht doch mal einen Pad. Schreibt doch mal auf, wie ihr Occupy seht.
macht mal 10 Punkte. Ich habe das schon gemacht und ich halte mich auch dran. So, und das hat aber was mit Respekt zu tun, dass ich Hanfprinzessin sein lasse und Gullitaucher den Gullitaucher. So, renne ich rum und schreit, die müssen raus. Habe ich nie gemacht, werde ich auch nie machen. Und ich werde auch einen Elsässer nicht aus Facebook rausbrüllen, weil das ist auch ein Mensch. Also das ist, ich bin auf der menschlichen Ebene. Und wenn das Leute nicht verstehen und immer wieder hier mich den Kaiser nennen und den Kinderschänder und den Guru, ey, hört euch mal zu, was ihr für Worte benutzt. So, da wird einiges offensichtlich, wie ihr noch tickt. So, das ist mein letztes Wort für heute Abend. Danke. Es sei denn, es kommen noch Fragen, aber es war mein letztes Wort jetzt in deiner Frage, warum ich nicht einfach aufhöre. Nee, ich mache weiter, weil ich bin ein politischer Mensch. Ich finde das, ich nehme jetzt mal mein XXX. Was benutzt du denn für Worte? Was benutzt du denn für Worte? Und nur weil du jetzt vorne rum so tust. Nee, aber mich ärgert dieses hintenrum, wenn die Leute bedroht und ihr vorn tut oder so, als ob man ja voll der... Ne? Setz ein X. Also der Gullitaucher hat jetzt X gesetzt und ich habe nochmal X gesetzt. Und ich würde gerne sagen, Mensch Florian, ich kenne dich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber ich sehe dich, habe dich im Fernsehen gesehen und whatever. Du bist sicherlich ein Aktivist und du meinst das ernst. Aber, und es kommt auch wieder dieses Aber. Ich saß letztens bei einer Freundin, da sagt das kleine Mädel immer, aber jetzt. Und sie ist gerade in den Alter, sagt sie immer aber. Aber... vielleicht ist das nicht der richtige Weg, weil du sagst ja selber, ich habe das gemacht, ich mache das alles, ich habe die Gruppe eröffnet, ich habe den Kreis von 300 Leuten um mich, die ja bei Facebook ist ja nicht schwer, ich meine, ich kann auch 1000 Leute einladen, eine Gruppe zufügen, die sind dann erstmal drinne. Aber wie du dann auch gesagt hast, sind es halt wirklich nur die 30, das sind ja auch die, die wir sehen, auch alles wirklich richtige Aktivisten, einige davon kenne ich auch, was ja auch in Ordnung ist. Aber du redest immer von deiner Idee. Ich finde, wir sollten vielleicht, oder ich würde mir wünschen, dass wir auf einen Punkt kommen, wo wir von unserer Idee sprechen, ja, wo wir von uns sprechen und nicht von ich. Ich meine, ich weiß, dass es Aktivisten gibt, der eine macht mehr und der andere macht weniger. Aber du kannst dich nicht hinstellen und kannst sagen, ja, meine Idee und ich ziehe das ja durch und ich habe den Occupy-Namen nicht gepachtet, da hast du vollkommen recht. Das gehört jedem, da kann jeder was machen. Aber ich finde es ab dem Punkt nicht mehr in Ordnung, wenn die Menschen, sag ich mal, in eine Richtung geführt werden, die nicht mehr ehrlich ist. Und diese Sache mit dem Rat, ganz ehrlich, Flo, unter uns beiden Aktivisten, und du bist ein Aktivist und ich bin ein Aktivist, das hat alles nichts mehr mit Demokratie zu tun. Ja, ich meine, du hast die Leute, oder ihr habt euch da getroffen und ihr habt eine geile Idee gehabt, ihr habt euch hingesetzt, habt das aufgemacht, was ja auch völlig legitim ist, und dann erwartet ihr von den Leuten, dass sie diesen Rat dann zustimmen. Ja, und ich mische mich normalerweise niemals in solchen Angelegenheiten ein, habe das aber diesmal getan, weil das geht mir zu weit. Das hat nichts damit zu tun, hier werden Menschen genauso manipuliert wie in dem System, in dem wir leben. Das heißt, ESM, whatever, in der Politik, whatever, diese ganzen Konzepte funktionieren nicht. Dagegen laufen wir 11 Monate gegen an, weil wir was Vernünftiges wollen. Wir wollen für die Menschen was Vernünftiges haben. Wir wollen diese Strukturen nicht mehr. Und da wirst du auch, die meisten werden mir da recht geben. Wir wollen diese Struktur von Reden nicht mehr, von installierten Reden, von irgendwie, der sich da hinsetzt und sagt, Mensch, ich habe 11 Freunde, lass uns das mal machen, das kennen wir aus Aufsichtsräten, so läuft das da auch, das wollen wir einfach nicht mehr. Wir möchten einfach wirklich, wir möchten wieder Politik für die Menschen, wir möchten, dass es jeden Einzelnen wieder gut geht, damit es jeden Einzelnen von diesen, ja, und ich glaube nicht, dass wir das mit Reden hinkriegen und das ist einfach, das ist für mich eine gescheiterte Sache, auch, ich meine, nicht gegen dich, Florian, echt ohne Scheiß, du hast da sicherlich dich ins Zeug gelegt und du bist ein Aktivist, aber das ist nicht der richtige Weg. Dann fragst du natürlich, wie ist dann der richtige Weg? Ja, wie sind denn die Vorschläge? Der Vorschlag wäre, diesen Rat aufzulösen. Ja, löst in Gottes Namen diesen Rat auf. Die Idee einer Assemblée ist eine geile Idee. Die Idee einer Assemblée deutschlandweit ist eine geile Idee. Lass uns so viel wie möglich Menschen zusammenbekommen für eine Assemblée in Deutschland, obwohl das hier echt schwer ist. Aber lass uns so viele Menschen wie möglich zusammenbekommen. Aber bitte, Leute, ohne Rat. Dafür brauchen wir kein Rat. Wir haben doch all das schon ausprobiert. Und diese Art und Weise, Flo, warum man dir diese Kritik gegenüber wirft wahrscheinlich, das liegt an der Art und Weise, wie du das halt quasi nach außen darstellst. Und da haben sicherlich der eine oder andere hat damit Probleme. So, ich kenne dich persönlich nicht, ich habe da kein Problem mit dir gehabt vor, aber ich finde die Art und Weise, wie das hier stattfindet, so geht das nicht.
Also ganz ehrlich, Flo, wirklich, sei Aktivist, sei bei uns, aber so können wir es nicht machen. Ich habe einen Vorschlag. Ja, bitte. Da ja hier von, ich sag mal, von der Paulette-Fraktion, möge man mir verzeihen, aber ich weiß mich gar nicht anders auszudrücken. Das ist genau die Scheiße. Nee, Moment mal, hallo. Hallo, ich bin noch nicht fertig. Es gibt ja wohl die Florian-Fraktion und die Paulette-Fraktion. Nee, die gibt es so, nicht. Da erst du. Nein, du erst. Ich habe gerade einen Redebeitrag. Gibt es keine Fraktion, hier spricht jeder für sich. Ich habe erst keine Fraktion. Du erst völlig. Ich habe eine Idee. Menschen, aber dann bitte ich habe eine Idee. Ja, dann nimm das zurück mit der Fraktion. Hier gibt es Menschen. Menschen, die sich kennen und Menschen, die sich nicht kennen. So, ich habe eine Idee. Sag deine Idee. Thomas, lass ihn seine Idee sagen. Sag deine Idee. Deine Idee, bitte. Idee. Ja. Ja, aber fang nicht an mit Fraktionen. Also, das gibt es nicht. Sag deine Idee. Okay, also, weißt du, wenn ich rede, oder wenn Florian redet, dann kommt immer irgendwie so viel Scheiße. Oder wenn Paulette redet, vielleicht auch. Oder wer auch immer. Es gibt diese Fraktionen, ne? Ich habe gesehen, das ist hier nicht einfach nur ein Server, sondern halt ein schon recht dezentrales Angebot. Lass uns die Mauer wieder aufbauen, ne? Lass uns West und Ost Occupy machen. Super Idee, Freunde. Also ehrlich, ja, dann hol meine Tochter raus, dann bauen wir die Mauer gerne wieder auf. So, nee, Blödsinn-Idee. Es gibt ja weder Fraktion. Es gibt ja weder Fraktion. Ja, darauf läuft das hinaus, Freunde. Also ich möchte gerne mit jedem arbeiten, ne? So, und es gibt Leute, die möchten nicht mit mir arbeiten. Ne? Mit mir muss keiner arbeiten. Wir arbeiten so, ja. Ich habe jetzt einen technischen Einwand. Also ich meine, wenn ich jetzt das höre, das war ja auch eins der Thematiken heute, die gewesen sind, dass ich mich eben halt von anderen Leuten beeinflussen lassen habe und das tue, was andere Leute von mir wollen. Ich bin ein selbstbestimmter Mensch, ich handle selbst, ich bin selbstdenkend und kann auch das machen, was ich möchte. Ich meine, es gibt nach wie vor einen Rat der Occupy Deutschland Vollversammlung. Es gibt diese Gruppe bei Facebook. Okay, sie ist vielleicht doch dabei in der Entstehung und den Aufbau etc. pp. Aber so etwas muss man gar nicht weiter nach vorne treiben oder weiter treiben. Für mich ist es einfach nur Irrsinn, erneut eine neue Gruppe zu machen. Man könne bestehende Gruppen nutzen und dann noch das Angebot alex11.org nutzen und könne dann damit was schaffen. Es ist plötzlich eine totale Neugründung. Eine Neugründung, die von dir, Florian Zacharias Raffel, entstanden ist. Dann hast du viele Leute angeschrieben, hast auch viele deiner Freunde eingeladen, die du eben halt als persönlich erstmal als fähig dazu gehalten hast und hast dann mit denen, die dann eben halt auch gesagt haben, ich bin dabei, ich mache mit, hast du dann eben halt angefangen, dann weiterzuarbeiten. Aber am Anfangspunkt standest du erstmal, bis dann die ersten Zusagen kamen, bin ich alleine da. Aber jetzt hast du natürlich ein bisschen Rückendeckung. Aber du kannst ein Forum haben von 30, 300 Leuten drin, da kann sich aber dann wirklich nur 5 dran engagieren oder melden. Ich meine, ich sehe das einfach nur fragwürdig. Mit der 24-7-Assemblee. Ich meine, ich habe schon gesagt, Vernetzungstreffen. Naja, ich meine, hier in Berlin müssen wir uns eh immer wieder vernetzen. Und ja, keine Ahnung, das ist jetzt hier gerade total der kranke Scheiß. Wir sollten lieber auf der Straße aktiv sein, als uns im Internet zu zoffen. Und wenn ich dann immer höre, ja, hier Internet, 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 ja, Leute, kommt wieder zurück an die Straße, weißt du, Florian, dann wäre vielleicht vieles nicht so gekommen, wie es gekommen ist, weil man dann einfach mal öfter persönlich gesprochen hätte, aber ich sehe dich nur über E-Mails, ich sehe dich nur bei Facebook agieren und hantieren und das ist eine Art und Weise, in der das immer wieder auftritt, die einfach immer total anstößig ist, finde ich, weil es einfach irgendwie so sagt, okay, der große Führer hat zu uns gesprochen. Ich selbst habe auch das Gefühl, weißt du, wie viele Leute hier in Berlin Occupy Myself gemacht haben? Dann kommst du mit deinem großen Occupy yourself mit so einem großen, hier Leute, ich habe euch wieder etwas dargeboten. Ja, sorry, das ist bei mir so angekommen. Und das ist nicht nur bei mir so angekommen, sondern bei vielen, vielen Leuten. Und deshalb reiße ich hier gerade meinen Maul auch tierisch auf. Und jetzt höre ich noch, dass du hier im Chat aufzeichnest. Soll ich jetzt weitere Angst haben, dass ich jetzt dir gegenüber wieder Ruhe halten soll, weil du ja diesen Chat sonst veröffentlichen könntest, weil ich mich ja damit vielleicht irgendwie in irgendeiner Weise wieder
falsch dargestellt haben, weil ich mich ja nicht in Sachen der Bewegung handle oder ähnliches. Das Problem ist einfach, irgendwann hört für mich der gute Ton auf. Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, jetzt einen Tweet mit 300 Kommentaren zu verfolgen, wo keiner darauf eingegangen worden ist, dass dort wirklich eine Bedrohung stattgefunden hat, die man nicht einsehen will, sondern man hat ständig mal abgelenkt, hat ständig dann noch Kritik an mir gesucht in einer ganz anderen Thematik, und das sind einfach Sachen, die ich nicht hören möchte jetzt gerade. Also ich bin ja gerne bereit dazu, mir Kritik anzuhören. Ja, aber in dieser Sache, das war einfach mal ein No-Go gewesen. Also, sorry, so können wir nicht weiterarbeiten, und dass wir jetzt hier, das sind jetzt die Leute hier, zum Beispiel Q. Ich habe mit Q gesprochen. Ja, Q, Lars, ich kenne dich persönlich. Ich habe am Nachmittag noch bei dir zu Hause gehockt. Dann bist du um 19 Uhr als Admin ernannt worden, und danach hast du deine Meinung um 180 Grad gedreht. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ja, ich weiß, ich persönlich habe mich mit meinem Verhalten jetzt eben halt als unwürdig dargestellt. Ich bin grün hinter den Ohren. Ich bin unfähig, irgendwie etwas zu organisieren oder zu machen. Und ich darf es auch nicht, weil ich eben halt zu unerfahren bin. Das ist diese Aussage, die ich von dieser Occupy Deutschland Volksversammlung bekommen habe, die ich eigentlich nicht akzeptieren möchte. Aber ich werde so lange gegen diese Gruppe kämpfen. Und sei es das Letzte, was ich momentan noch tue, dann lösche ich mich eben halt bei Facebook und dann arbeite ich auf anderen Plattformen. Aber ich bin nicht auf Facebook angewiesen. Ja? Und es gibt noch genügend Leute, die noch wirklich ein bisschen Grips in der Birne haben und auch wirklich auf der Straße aktiv sind. Gut, danke schön. So, wir sind alles Menschen. Stopp, Quee, du kommst gleich dran. Ganz kurz. Ich möchte noch zwei Sachen vorlesen hier aus dem Chat. Ich nehme mal wieder die moderatorische Seite an hier im Moment. Und zwar einmal der Carlos XX ist keine VV mit rechten Inhalten, sagt er, als Einwand. Dann der Rainer Mantler, der jetzt ja auch nicht sprechen kann, leider. Wisst ihr, warum... Oh, Moment. Ihr müsst schon... So, wisst ihr, warum ich heute eigentlich dabei bin? Ich wollte euch nach einer Kontonummer fragen, an die wir Geld überweisen können, um euch zu unterstützen. Wir veröffentlichen seit längerem Musik für Occupy-Idee und wir teilen die Einnahmen mit der Bewegung. So wie ich es heute erlebt habe, habe ich Zweifel, dass dieses Geld bei euch gut angelegt ist. So, weiter schreibt er, ne, leider sind das brotlose Aktionen, sie sind nicht koordiniert und sie bewegen meistens nichts. Wir tun uns auch in Amerika und in Kanada schwer mit der Bewegung. Auch dort gibt es interne Kämpfe. Ich kann das nicht beurteilen, aber was ich heute hier erlebt habe, schockt mich. Gleich, Florian, du wirst gleich zu deiner Antwort kommen. Du darfst da antworten, vor und nach der Einwand. Und also, dann, sorry. Ja, quick, vor und nach der Einwand, aber lass mich nochmal bitte zwei Sätze sagen. Bitte nur zwei Sätze. Ich habe die ganze Zeit geschimpft. Zwei Sätze nur noch. Du kommst jetzt dran und dann darf Florian antworten. Aber zwei Sätze noch. Die Bedrohung ist da draußen. Deswegen sind wir alle hier. Und da, glaube ich, sind wir uns einig. Da draußen funktioniert das System nicht. Meine Tochter möchte in einer anderen Welt groß werden. Whatever wir draus machen. Was wir auch immer draus machen. Meine Tochter möchte in einer anderen Welt groß werden. Ich bin dafür, dass wir uns irgendwann einigen. Wenn das jetzt hier der Weg ist, wenn wir halt so zerstritten sind, ist das so. Dann müssen wir uns finden und whatever. Aber deswegen umso wichtiger das Vernetzungstreffen. Ja, das Vernetzungstreffen, in dem wir uns dann alle treffen und alle wirklich zusammen. Egal, ich sag, wie gesagt, wir müssen keine Freunde werden. Aber wir haben ein Ziel. So, das habe ich vorhin, ja. Und dann würde ich jetzt das Wort weiter an Quee geben und danach, ja, dementsprechend weiter. Gut, ich hoffe, ich krieg jetzt auch mal ein bisschen Zeit. Ich habe mir das jetzt wirklich eine Weile angehört. Ich weiß eigentlich echt auch nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin total schockiert. Ich habe die ganze Zeit eine Position in der Mitte gehabt und wollte zwischen diesen einzelnen Parteien, die sich eben doch abzeichnen, gerne vermitteln. Es ist überhaupt nicht möglich. Und zwar, weil beide Seiten überhaupt nicht in der Lage sind, aufeinander zuzugehen. Das ist ein Gebäsche, das ist ein gegenseitiges Gehetze, Diffamiere. Damit macht ihr die Mitte kaputt. Die Mitte, der Protest, der wirklich die geballte Power sein könnte. Ich will keinen Protest mit einem linken, starken Spitze oder mit einem rechten, starken Flügel. Ich will eine Mitte haben, flankiert von der Linken und mit den von mir aus gemäßigten Rechtskonservativen, die noch einigermaßen irgendwie Grips im Kopf haben und nicht mit irgendwelchen Nazis agieren wollen, wie auch immer. Und der entsteht gerade überhaupt nicht. Es entsteht Spaltung hoch 10. So, jetzt zu dir, Gullitaucher. Ja? Du lehnst dich aus meiner Sicht viel zu weit aus dem Fenster. Das war deine erste Aktion. Ich hab dich unterstützt, wo ich konnte. Ich hab dich gelobt, wo ich konnte. Ich fand das auch gut. Aber komm mal bitte wieder ein bisschen runter.
ich bin auf deiner Seite, ich weiß, du bist Aktivist. Ich habe dir aber auch schon ein paar Sachen gesagt. Ich will kein Konkurrenzdenken mehr haben, wo man gegeneinander agiert, wo man den anderen irgendwie seine Aktion schlecht macht. Ich möchte nicht wissen, wie du dich fühlen würdest, wenn alle zu deiner Demo gerannt wären oder im Vorfeld oder im Nachhinein und dir gesagt hätten, das, was du hier machst, ist alles scheiße und Grund genug hätte es zum Teil gegeben. Ey, es haben mich wirklich Leute angerufen, die ich dir an die Hand gegeben habe, die zu mir gesagt haben, ey, sorry, wen hast denn du mir da an die Hand gegeben? Das geht überhaupt gar nicht. Wollte ich dir jetzt nur nochmal sagen, ich habe meine Hand schützend über dich erhalten die ganze Zeit, machst du so weiter, ist damit Schluss. Ganz klare Ansage. Zu Florian. Wieder Drohung. Nee, ja, ich möchte jetzt auch mal gewisse Sachen sagen und es ist keine Drohung. Ich möchte jetzt auch mal drohen. Das war keine Drohung. Dann setzt ein X. Das war eine Ansage. Und Handprinzessin, ich bin auch ein bisschen, bist du von mir vielleicht auch gerade echt enttäuscht. Ich verstehe diesen Hass auf diese Leute, auf einzelne Personen überhaupt nicht. Wonach wir uns doch richten wollten, waren, sich nach Ideen zu richten. Und die Idee, die er hatte, finde ich gut. Die Vorgehensweise ist durchaus kritisierbar, im höchsten Maße sogar. Ihr steigert euch aber da jetzt, glaube ich, auch in was drin und bezieht viel auf die Person. Wenn ich jetzt das Forum aufgemacht hätte, ich hätte es ein bisschen anders aufgezogen, wäre das vielleicht viel besser angenommen worden und ich habe auch Florian die ganze Zeit im Hintergrund gesagt, ey, das Beste wäre wahrscheinlich wirklich, du würdest einen Rückzieher machen und sagen, ich überlasse das Forum der Basis und macht was draus. Und das ist auch immer noch meine Einstellung, weil das ist jetzt schon so verbrannt und über diese ganze Geschichte eben überhaupt ja nicht mehr in der Lage, wirklich was zu werden, solange er da drinnen ist und solange ihr da jetzt interveniert. Ich find's einfach schade, wirklich, dass wir jetzt anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Das widerspricht den absoluten Grundgedanken. Natürlich muss man nicht alles gut finden. Da muss man sich nicht dran beteiligen, man kann es auch kritisieren. Aber so eine Schiene zu fahren, das mit dem Kämpfen so auszutragen, das macht mich krank. Das macht mich richtig krank. Ich wollte heute das Handtuch schmeißen und ich bin auch kurz davor. Ich habe nicht mein ganzes Herzblut hier rein. Ich stecke meine Familie hinten anstehen lassen. Tag für Tag bin nicht mehr arbeiten gegangen, weil ich es nicht mehr kann, weil der Schlüssel weggeworfen wurde und ich was schaffen will. Und dann erlebe ich hier sowas? Das geht nicht. So, danke Kui für die, ja, meines Erachtens sehr gute Aussage. Wer ist dran? Hanfprinzessin? Ich würde gerne direkt darauf antworten, ja. Zum Thema Hass. Hass und Liebe sind nah beieinander und mein Hass ist deswegen, ich liebe diese Occupy-Bewegung total von Anfang an und ich hasse diese Envagie-Vampire, die sich so für wichtig nehmen und keine Ahnung, vielleicht steht da ein ganzer vorm Spiegel und findet sich total toll und holt sich auch noch drauf runter. Ich muss jetzt echt mal so konkret werden, weil ich bin schon so angewidert von dieser Erkrankung oder was das ist. Ich kann es nicht deuten, bin ja auch kein Arzt, aber es ist einfach unerträglich und man wünscht sich und alle auch überall, nimm dich zurück. Nein, ich bin der große Führer. Ich hatte auch schon mal ein Gespräch gefragt, wieso, wisst ihr, wegen den Fernsehauftritten, wieso quatschst du mal im Fernsehen für uns? Und naja, weil das Fernsehen mich anruft. Und dann sage ich zu ihm, naja und, dann kann man doch mal in der Assemblea sagen, hör ich mal zu, Fernsehen hat mich connected, weil ich ja tu mal im Fernsehen war 10.000 Mal. Und jetzt kann doch mal jemand anderes reden. Nee, auf so eine Idee kommt ja gar nicht. Und das sind, wie schon Paulette von sagt, das ist einfach eine Geschichte, die geht schon zu lange. Und mittlerweile ist ein Punkt erreicht, da kann, oh, ich kleine liebe Hanfprinzessin nicht mehr nett zugucken und das ertragen, weil ich liebe diese Bewegung. Ich möchte mir die von solchen Menschen nicht kaputt machen. Jetzt kommt der da mit so einem Rat völlig undemokratisch daher, setzt da irgendwelche Leute ein, ungefragt. Und er sag mal, bin ich hier im falschen Film oder? Und jetzt, ach, jetzt wissen, dann quatscht der, als wenn er der Engel persönlich ist. Ich kann das nicht ertragen, das ist so widerlich, weil es so unauthentisch und so verlogen auf mich wirkt, weil ich es auch sehe, weil ich an den Handlungen, Jesus hat es gesagt, an ihren Handlungen werdet ihr sie erkennen und das ist für mich hier die Qualität, an der ich messe, nicht an seinen schönen Worten, die Herr Raffel hier für uns alle übrig hat, sondern an seinen Qualitäten, weißt du, und man braucht ihn nur beobachten. Für mich ist eindeutig gegeben und immer wieder repräsentiert das auch, er predigt Wasser und säuft Wein. Zustimmung.
Das ist aber auf allen Seiten im Moment. Dann möchte ich noch ganz schnell bitte Rainer sagen. Rainer, tut mir natürlich leid, dass du das jetzt so mitkriegst, aber ich sag dir, die Bewegung besteht auch aus so vielen wunderbaren Menschen, die sich so aufopfern, wenn du mal sehen würdest, was Abfallküche zum Beispiel macht und wie viele schöne Dinge, ganz viele kleine Schichten, die man natürlich nur kennt, wenn man dabei ist und auch sieht. Es ist auch natürlich nicht einfach, die Massen zu mobilisieren, weil es im Wohlstandsdeutschland noch irgendwie scheinbar ein bisschen gut geht. Im Gegensatz zu unseren Nachbarländern, es ist der Frust noch nicht ganz da, aber der kommt auch noch, weil das wird zu uns rüberschwappen, dann werden wir auch mehr werden und wir brauchen dann auch Leute wie dich. Lass dich heute nicht entmutigen, diese Sachen müssen sein, das ist hier wichtig auch für die Gemeinschaftsfindung. Das sind Prozesse, die innerhalb, wer sich damit beschäftigt hat, der Gemeinschaftsfindung wichtig sind. Und ich habe, wie gesagt, einfach, verzeih Rainer, ich habe so die Nase voll von diesem Energievampir Florian Zacharias Raffel. Ich möchte einfach nur, dass er sich einfach mal zurücknimmt und, weißt du, sein Name einfach nirgendwo mehr erscheint. Von mir aus, dass ich wie der heilige Nikolaus heimlich durch den Schornstein kommt und Gutes tut, ja, dann wirkt er irgendwann wieder authentisch. Aber solange sein Name immer so wichtig ist, kann ich nur noch kotzen. Ja, blöder Ausdruck. Ja, aber ich kann es verstehen. Du kommst vor, ich habe vor auch noch XXX gesetzt. Ich würde gerne das vorlesen von den Rainer. Moment. Also, weil der Rainer kann ja sprechen. Wir nehmen, oh mein Gott, ihr macht es nicht einfach hier. Das Chat fällt immer wieder runter. Gut, wir nehmen nicht viel Geld mit, okay. Ich krieg's nicht hin, weil der Chat fällt immer runter wieder, Rainer. Ich würde es gerne vorlesen, krieg's aber nicht hin. Ich kann seine letzten Worte vorlesen, ist schon okay. Wir sind lange im Geschäft, wir waren in Ägypten, in Spanien, in Griechenland etc. Ist überall gleich. Intern gibt's all den Stress. Da, womit er recht hat. Und Hanfprinzessin hat auch recht. Und in den ganzen 11 Monaten, wo ich hier mich in dieser Bewegung befinde, habe ich auch nichts anderes kennengelernt. Ich habe Menschen kennengelernt, die wirklich für diese Bewegung oder überhaupt für eine Bewegung aufstehen, die sich trauen, rauszugehen und ihre Meinung zu sagen. Die sich trauen und rauszugehen und die Wahrheit zu sagen, also die Wahrheit in Anführungsstrichen, weil Wahrheit ist immer ein kompliziertes Wort, aber überhaupt das zu sagen oder kritische Fragen zu stellen, was stattfindet hier. Ja, und das habe ich kennengelernt. Ich habe eigentlich gar keinen Streit kennengelernt. Also auf persönlicher Ebene, im reellen Leben, habe ich überhaupt gar keinen Streit kennengelernt, habe ich auch gar keine Zerspaltung kennengelernt. All diese Dinge fanden nicht statt. Das findet hier jetzt bei Facebook statt. Und in der Tat ist das vielleicht schwer, über Schrift auch immer, sag ich mal, ja, auf einen Punkt zu kommen. Ja, aber dennoch sollten wir wirklich nicht das vergessen. Über all diese ganzen Sachen. Dass wir wirklich für etwas stehen, was eine Veränderung herbeirufen möchte. Und wir alle wissen ja doch, was diese Veränderung herbeirufen soll oder nicht. Ich meine, da sind wir uns doch alle einig. Da waren wir uns doch nie im Unterschied. Wir alle wollen doch diese Veränderung haben. Und von daher auch die Wichtigkeit der Vernetzung und auch das Treffen vielleicht der Persönlichkeiten, weil dann wird das Ganze ein bisschen einfacher. Und dann machen wir das, aber das wollen die doch nur, dass wir uns zerstreiten hier mit so'n Sachen. Ja, dass dann so ein Mensch wie Flo vielleicht kommt, und ich kann ihn auch verstehen als Aktivist, und hat eine super Idee und setzt das dann durch, aber der lässt sich nicht von seinem Kram abbringen, natürlich nicht, das ist ein Hammer Typ, ja, der lässt sich davon nicht abbringen, der zieht das durch bis zum Ende, ja. Ich kann das verstehen, aber auch da möchte ich auch Flo bitten, vielleicht doch ein bisschen Kritik doch anzunehmen. Wir haben etliche Abstimmungen in dieser Vollversammlung gehabt, ja. Die haben eindeutig dahin gezeigt, dass das nicht gewollt wird. Es wird weder das mit dem Rat gewollt, noch sonstiges von diesen Strukturen, die da gerade erschaffen werden. Also da würde ich auch den Flo bitten, wirklich auch dorthin zu gucken, auch ehrlich zu gucken, ja. Und nicht auf Biegen und Brechen jetzt das durchzusetzen mit 11 Freunden. Ja, das kann ich auch. Und was der Quee gesagt hat, der Meister Quee, das kann ich nur so unterschreiben. Ja, der Mann hat auch eine Tochter. Ja, er möchte, dass seine Kinder in eine vernünftige Gesellschaft kommen. Also, im Gottes Namen, hört auf, euch zu streiten. So, und jetzt würde ich weitermachen. Ich sehe ein ganz fettes X. Das war ein guter... Ja, Papi. Ja, ein ganz fettes X mit Noreen sehe ich da. Das war eine gute Idee mit das Fettmachen. Noreen, bitte. Entschuldigung. Ich weiß, du warst vor. Bitte, dann Noreen. Soll ich sorry. Sein? Ja, sorry, Andreas. Und dann Noreen. Danke.
Handprinzessin und Video-Atonale Thomas. Ich würde es ganz toll finden, wenn ihr euch beide vielleicht einfach mal für ein paar Stündchen vernetzt und zusammen Fernsehen macht. Ne? Also ich habe gesehen, die Top-Beiträge in der Video-Atonale gehen bis auf über 50.000 Views. Das ist ziemlich viel. Schnitt ist weitaus darunter, aber man erreicht tatsächlich Leute. Also ich hatte nie Bock darauf, meine Fresse in die Kamera zu halten. Ja? Könnt ihr mir wahrscheinlich sofort abnehmen. Ich habe mich dazu überreden lassen. So einfach mal aus dem Grunde, weil niemand anders als ich meine eigene Meinung hätte vertreten können. Und da ich halt irgendwie damals im Camp da ziemlich viel vorgearbeitet habe und mich dort halt schon lokal vernetzt hatte, habe ich dann, statt alleine ein Video zu machen, habe ich halt in der Assemblea, die dort stattfand, was angesagt, dass heute, das weiß ich nicht, in einer halben Stunde die Videoatonale aufschlagen wird und dass wir ein Mobilisierungsvideo machen werden, was die Brache angeht und dass ich nicht alleine reden möchte und ich würde mich freuen, wenn ein paar von den Leuten halt einfach sich mit dazustellen. Und ich habe die Videoatonale bereits vernetzt und wenn ich Zeit habe, dann mache ich das Video. Ja, danke. So, super. Also ich möchte einfach mal von meiner Erfahrung von dieser Aktion reden. Also sprich halt von der Resonanz, dass dann halt auf der Straße mich Leute angesprochen haben und mir gesagt haben, oh, voll super, was ihr da macht und so, voll geil. So, macht eure Dinge, ne? zieht eure Ideen durch. Manche Ideen sind echt gefährlich, von daher besprecht es ruhig mal mit ein paar Leuten, denen ihr persönlich halt einfach vertraut und macht euer Ding. Wir kämpfen gegeneinander, wir haben einen ganz anderen Gegner. So, ne? Also jede Idee ist wichtig, richtig, macht das halt irgendwie, nicht gegeneinander. Von mir aus in 1000 kleinen Splittergruppen, aber nach vorne, Leute. Würde ich echt toll finden, wenn ich dich mal sehe bei der Videoatonale Handprozessin. Danke. Ich habe einen ganz kurzen Technical. Masu fragt mich gerade nach dem Link hier. Ich habe die PN auf Facebook irgendwie so spät gesehen und war jetzt offline. Gibt jemand nochmal irgendwie, wie er hier reinkommt? Ich kann das im Moment nicht finden oder wie ich ihm das gebe. Ja, bitte einmal den Link posten. Und dann würde ich gerne sagen, Noreen, die hilft jetzt hier ein bisschen mit der Redereihenfolge, Rednerliste, Noreen, Direkteinwurf, würde gleich als nächstes kommen, Ralf, Direkteinwurf, Qui, Normalbeitrag und dann ich wahrscheinlich wieder. Würden wir so weitermachen.